Okay, alles klar. Ich will mal einen Schluck Kaffee haben vorher. Hey Leute, wir sind in Northeim bei Mike. Und bei Mike haben wir dieses schöne Becken stehen hier. Ein Inspiria 530 von der Firma Eheim in einem wunderschönen Wald. Das Becken kennt ihr ja schon. Das habt ihr schon das ein oder andere Mal gesehen bei uns auch im Kanal. Also nicht das hier, sondern ein anderes. Der Jörg zum Beispiel hat so ein Becken. Wir haben bei der Zoobox das Ding eigentlich schon voreingerichtet. Das heißt, wir haben das Scape schon zusammengestellt. Mike hat die ganzen Sachen mitgenommen und jetzt eine Woche später werden wir das Ganze hier einrichten und befüllen und auch in Betrieb nehmen, technisch gesehen. Das ziehen wir jetzt mal eiskalt durch hier mit Kaffee in der Hand. Ja, wir starten mit dem Filter und zwar haben wir hier den Oase Thermo Biomaster 850. Der ist auf jeden Fall dicke ausreichend für das Becken, das hat ja um die 500 Liter hinterher drin. Den werden wir jetzt hier installieren. Wir haben eine Eheim UV-Anlage, das ist die 9 Watt Version und wir haben den legendären, jetzt schon hoch angepriesenen JTS Aqua CO2 Reaktor, den ich dann noch gestern zusammen geknüppelt habe. Weil das so gut ist. Das werden wir jetzt hier alles im Unterschrank installieren. Du hast auch eine Dosieranlage drin, sehe ich gerade. Sehr schön. Das heißt, du willst das alles irgendwie nicht von Hand dosieren, sondern regelmäßig immer schön automatisch dosieren lassen. Wir haben hier von FlowGrow die ganzen schönen Dünger schon stehen in so tollen Dosen hier. Gefällt mir. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Filter. Weil wir gehen aus dem Ansaugrohr direkt immer in den Filter rein. Dann stellen wir uns den erstmal hier hin. Und dann müssen wir gucken, dadurch, dass jetzt hier diese Dosiereinheiten drin sind, haben wir leicht beengte Verhältnisse. Und der Oase-Filter ist ja auch relativ hoch. Da müssen wir gucken, dass wir da einen guten Platz finden. Die Halterung für die UV-Anlage ist schon installiert. Von daher müssen wir gucken, dass wir den Filter hier am besten irgendwo hier drüben hinstellen. Dann haben wir den Input. Das ist der graue Schlauch, hast du gesagt, ja? Gut, dann machen wir den auch hier hin. Machen wir den erstmal dran. Das ist der Original-Oase-Schlauch, der graue, ne? Mhm. Mhm. Der ist immer ein bisschen straffer. Und den Auslauf machen wir dann wie folgt. Man geht ja immer von unten nach oben durch die UV-Anlage. Wir gehen von oben aus dem Biomaster raus, dann in den CO2-Reaktor, unten aus dem CO2-Reaktor raus, in die UV-Anlage und oben wieder ins Becken rein. Ganz wichtig. Ich finde ja diese Schränke, ne? Das ist schön, wenn man da so neben sitzt, weil die haben ja eine relativ geringe Höhe. Aber zum Arbeiten ist das gar nicht so schön. Da sind mir die 90 hohen Schränke, wo man viel mehr sieht, doch deutlich lieber eigentlich. Und wo man auch wirklich mit den großen Filtern besser arbeiten kann. Der Platz hier ist schon ganz schön beengt, finde ich. Das ist schon fast so die Grubenlampe auf den Kopf ziehen. Okay, das ist fest. Mal den hier einklipsen. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Sachen verbinden. Übrigens kannst du so den Reaktor reinigen, ne? Wenn du den rausnimmst, rausnehmen solltest jemals, dann kannst du den hier aufmachen und das EFI-Fix einfach hier rausziehen, einmal durchspülen und wieder reintun. So, halt den auch fest. So, und dann legen wir den in so einer Schlaufe hier hin, oben lang, weil du musst den einmal runterziehen können, um den zu entlüften nachher. Jetzt den ein bisschen hier rüber. Ist ja auch ganz nett, ne? Kann man sich den Ein- und Auslauf einstellen, wo man das hinhaben möchte. Was ja viele kritisieren bei den Schränken ist, dass die relativ laut sind. Ne? Wenn man jetzt irgendwas unten drin hat, was Geräusche macht, dann kommt natürlich hier vorne durch diese Lichtleiste der volle Schall durch. Und das ist so ein bisschen unangenehm. Also gerade bei den Meerwasserbecken wird das kritisiert, weil da ja die Technik in einem extra Aquarium unten drin ist. Und das ist dann nicht so schön gelöst. Ansonsten sieht das natürlich schick aus, wenn man so ein bisschen LED-Beleuchtung hat. Und tatsächlich fragen mich auch immer mehr Leute danach, ob man das nicht machen kann. Sehr schön. So, dann haben wir das. Und wenn du den jetzt entlüften möchtest, dann ziehst du den hier hinten aus der Halterung raus, drehst den einmal nur so und schon hast du die Luft raus. Aber das ist ja nur, wenn du den Filter mal sauber machst, kannst du dir den so rausnehmen. Dann installieren wir jetzt noch CO2. Und zwar haben wir hier eine 2-Kilo-Flasche und wir nehmen den Aqua Noah
Druckminderer, der ein integriertes Magnetventil und ein Rückschlagventil hat. Sehr, sehr praktisch, braucht man sich um das alles nicht mehr kümmern. Den schließen wir jetzt hier eben an, können dann direkt an den CO2-Reaktor gehen. Holen wir eben noch eine Zange, auch wenn er wieder Schreie gibt. Packen wir uns die Flasche hier unten rein. Wo sollen wir die denn hinstellen? Stellen wir die mal schön hier hin. Das Ganze hier wird dann über diesen schönen pH-Controller gesteuert. Den installieren wir jetzt auch noch eben schnell. Dann können wir den gleich noch kalibrieren, wenn denn Wasser im Aquarium ist. Ist nicht so schlecht, wenn man sich den da einhängt. Müssen wir noch irgendwie das Temperaturdings hier da durchgefädelt kriegen? Man kommt hier überhaupt nicht dran, ne? Da kann man eigentlich fast nur sich irgendwie vortasten. Hoffentlich passt es noch, weil die Löcher sind wirklich sehr klein. Und mit zunehmender Schlauchanzahl wird das Ganze nicht unbedingt einfacher, wie auch der Mike schon festgestellt hat. So, das haben wir schon mal. Decker schon hier unten. Genau. Und dann können wir nämlich im Umkehrschluss direkt den da wieder dran machen. Alles klar, schön. Temperatursonde haben wir, pH-Sonde haben wir. Müssen wir nur noch kalibrieren und dann ist alles perfekt. Technik ist installiert, wir haben alles unten drin und wir fangen jetzt an einzurichten. Wir haben das ja alles schon bei der Zoobox vorbereitet und werden das jetzt einfach hierhin übertragen. Der Mike, der hat schon die ganzen Steine gewaschen und die Wurzeln mal abgeschrubbt. Legen wir jetzt einfach los mit den großen Steinen. Dankeschön. Und wir legen die einfach mal, hier fällt noch ein bisschen was raus, aber gut. Wir legen die einfach mal so schön ins Becken rein. Und gucken, was passiert. Sinn und Zweck der Übung ist ja, diesen schönen weißen Sandweg hier zu gestalten. Jetzt muss ich mir erstmal dann die Steine auch angucken, dass wir das alles so richtig machen. Das soll uns ja eigentlich auch genügen, nicht wahr? Das ist natürlich schöner, wenn man auf so einem Sandtisch arbeitet, dass man dann immer alles schön einfach in den Sand rammen kann und gar nicht darauf achten muss, wie die eigentlich stehen, sondern dass die einfach so im Sand positioniert sind, wie es dann auch sein soll. Und da müssen wir jetzt ein wenig gucken, dass wir die Steine hier auch zum Stehen kriegen. Deswegen hast du ja den kleinen Eimer hier, ne? Mit dem ganzen Schrottzeug drin, dass wir etwas abstützen können. Sehr schön gewaschen, Mike. Hervorragend. Wir wollten ja hier hinten so ein bisschen reingehen, ne? So. Ist auch immer faszinierend, wie unterschiedlich die Steine dann aussehen, wenn die dann gewaschen sind. Eine ganz andere Optik auf einmal. So ist erstmal die Grundform, das passt soweit. Ne? So haben wir es ja ungefähr auch gehabt. Sieht auch irgendwie immer in einem Becken dann erstmal wieder größer aus als auf so einem Tisch, finde ich. Ändert sich aber wieder, wenn Wasser drin ist, dann sieht es irgendwie wieder kleiner aus. Das ist irgendwie immer das Gleiche, genau. Jetzt stopfen wir ein wenig die Löcher zu und legen noch ein bisschen Grobmaterial davor. Und dann gucken wir, ob wir die ein oder andere Stelle vielleicht verkleben oder ob das alles einigermaßen hält. Nur die Watte müssen wir reinmachen, damit uns nicht alles entgegenkommt später. Ich bin gar nicht so der Riesenfreund von diesem Verkleben, weil zum einen stinkt das unfassbar, finde ich. Zum anderen, wenn man mal was anders machen möchte, hat man überall diese weißen Kügelchen dran kleben. Da bin ich so ein bisschen mehr oldschool. So, das ist erstmal die Grundform von dem Ganzen. Und jetzt gucken wir, dass wir das Ganze auch ein bisschen fixiert kriegen und mit ein paar kleineren Steinen noch auffüllen. Zieht schon. Und stinkt schon. Schlimm, wenn das in die Augen kommt, das ist echt nicht schön. So, das haben wir erstmal grob verklebt hier. Das hält auch soweit ganz gut. Darf man jetzt nicht übertreiben. Da hinten können wir noch einmal zur Rückwand so ein
Pinchen dran machen. Die Steine untereinander sind verklebt. Die Äste werden wir auch noch verkleben dann mit den Steinen, damit die dann nicht verrutschen hinterher beim Befüllen oder beim Bepflanzen. Und dann können wir eigentlich auch schon anfangen, das Feintuning mit den Steinen zu machen. Genau, hier haben wir die Dinger. Hast du auch schön sauber gemacht. Vorgewässert sind sie auch. Wenn man jetzt sowas macht, muss man natürlich gucken, dass man die Scheiben auch noch sauber kriegt. Weil das hilft ja nichts, sich eine Deko zu bauen, die einem hinter beim Scheibenputzen behindert. Da hat man nicht viel gewonnen, kriegt man die Scheiben nicht mehr sauber. Tatsächlich ist das an zwei Stellen bei mir im Aquarium so, dass ich nicht mehr mit dem Scheibenmagneten oder mit sonst irgendwas zwischen Scheibe und Stein komme. Ist relativ aufwendig, mit einer Pinzette und Watte dann zu putzen. Kann man natürlich machen, aber für mal eben Scheibe putzen ist das dann leider gar nichts. Würde ich jetzt auch definitiv anders machen. Sollen wir die so ein bisschen über den Weg auch drüber gehen lassen? Ja, bitte. Ja, ne? Ja. Dass er so ein bisschen Schatten vielleicht sogar wirft, ne? So? Mhm. Ja, bitte, sagt er. Dann doch gerne. Ich hatte mir im Nachhinein noch ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir denn das alles hier gefestigt kriegen, dass wir hier vorne auch noch Zoll hinmachen. Und dann habe ich mir überlegt, wir werden einfach hier vorne noch so eine Abtrennung machen aus ein paar kleinen Steinchen, die wir hier hinlegen. Und dahinter noch dünn für den Bodendecker mit Zoll auffüllen. Ungefähr so, da müssen wir gleich noch mal ein bisschen ran, dass wir bis hier vorne hingehen. Dann fixieren wir die eben hier auf der Glasscheibe. Und dann können wir schön mit dem Sand da dran gehen, füllen das hier so ein bisschen mit Zoll auf. Und auf der anderen Seite machen wir das auch ganz ähnlich. Und dann kann der Bodendecker auch hier drüber wachsen. Da werden wir viel mit Timianthus und sowas arbeiten. Und dann kann das so ein bisschen da drüber wachsen. Wir können das auch gucken, dass wir das vielleicht von hier hinten anziehen. So, dass wir hier schon anfangen. Das würde ich jetzt auch, glaube ich, mal eben machen. Bevor wir jetzt mit den Wurzeln hier großartig zugange sind. So. Also wie gesagt, über die Steine kann ja auch der Bodendecker komplett drüber wachsen. Ist ja überhaupt nicht schlimm. Geht hier nur darum, dass wir so eine Abtrennung haben zwischen dem Zoll. Ne? Das wäre okay für den Weg? Ja, finde ich gut. Ja? Dann machen wir das so. Thank you.